Sag mal, wie ist es eigentlich mit deiner vielgerühmten Immunität gegen Krankheiten bestellt? Naja, ich habe darüber nachgedacht. Einige Mähmacker-Wissenschaftler glaubten, unsere Immunität sei auf die Pollen einer bestimmten Pflanze zurückzuführen. Ach, wirklich? Ja, wir nannten sie Karl. Karl Strauch. Hier ist ein Bild von Karl. Er spricht im Fieber, Willi. Das ist ein Bild von einer Pflanze. Oh, Karl. Nein, Kate. Karl ist der Name der Pflanze, der die Mähmacker ihre Immunität verdanken. Karl sah jedenfalls genauso aus. Kippwurz? Ich weiß nicht, Alf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das hilft. Aber es ist ein Versuch wert. Also schleichen sich Kate und Willi in der nächsten Nacht, mit Taschenlampe und Plastiktüte ausgestattet, in den Garten der Ogmonics. Sei leise, sonst hören uns noch Trevor und Rachel. Sieh mal. Hältst du es wirklich für möglich, dass sie versuchen, Kiffwurz zu ziehen? Wenn Seelen Schöpfergötter werden. Seite 65. Die menschliche Seele. Hier ist zunächst zu unterscheiden, ob diese begriffliche Spezifikation menschliche Seele in einem religiösen Verständnis oder in einem begrifflichen Sinne der Psychologie verwendet wird. Üblicherweise wird heute der psychologische Begriff gemeint, wenn von menschlicher Seele die Rede ist. Darum ist es zunächst notwendig, ein und dieselbe Formulierung differenziert zu erklären. Die alte traditionelle Anwendung im religiösen Sinne bedarf im Besonderen einer Klarstellung. Wie schon früher darauf hingewiesen, hat sich im religiösen Sprachgebrauch von menschlicher Seele eine problematische Vorstellung etabliert, nämlich die Vorstellung von der Seele des Menschen als einer eigenständigen Realität, die als eine kompakte Wesensform inkarniere, in einen Körper wohnend Platz nehme, um dann beim Tod diesen Ort wiederum zu verlassen und hinterher belohnt oder bestraft zu werden. Eine solche naive religiöse Vorstellung wäre noch nicht wirklich ein Problem, wenn darin nicht diese Kategorisierung als einer eigenständigen Entität, projiziert wäre. So als eine Art feststehender Größe einer feinstofflichen Form, die halt inkarnieren kann, darf oder muss. Hier gehen ja die Sichtweisen sehr auseinander. Manche religiöse Interpretationen sprechen vom großen Gnadengeschenk Gottes, einer Seele die Möglichkeit zu geben,
an der materiellen Schöpfung teilnehmen zu dürfen. Wieder andere lehren, dass die Inkarnation einer Seele eine Art Strafe dafür darstelle, aus dem Paradies vertrieben worden zu sein und nun in der Mühseligkeit der Materie die Konsequenzen zu tragen hätte. Letztendlich kristallisieren sich aber auch jene spirituellen Perspektiven heraus, die in der Inkarnation der Seele eine freie und spezielle Möglichkeit sehen, an dieser besonderen Schöpfung innerhalb der materiellen Formenwelt beteiligt sein zu können. Ohne hier auf dieses Thema schon ausführlich einzugehen, was uns später noch beschäftigen wird, deutet diese unterschiedliche religiöse Bewertung auf eine typische Vermengung verschiedener Richtigkeiten hin, die allerdings aus sehr unterschiedlichem Kontext stammen. Um es kurz zu präzisieren, eine menschliche Seele im engeren Sinne existiert in der Tat nur während der Inkarnation eines Seelenfraktals in der materiellen Formenwelt. Diesbezüglich werden oft zwei Bereiche fälschlicherweise dem Begriff der menschlichen Seele zugeordnet. Zum einen das, was vorhin unter der Thematik der feinstofflichen Körper abgehandelt wurde, nämlich entweder einmal oder im Sinne der Reinkarnation mehrmals zu inkarnieren. Zum anderen das, was der Mensch im Sinne des Selbstverständnisses seines Egos versteht. Besonders letztere Sichtweise führte im Verständnis der Reinkarnation zu einem absoluten Fehlverständnis dieses speziellen Begriffes. All dies hat nachhaltig dazu geführt, dass sich der entwickelnde Intellekt des Menschen früher oder später von solchen Betrachtungsweisen gelöst hat oder löst. Nur wenigen menschlichen Bewusstwerdenden gelang es, ein metaphysisches, religiöses Verständnis beizubehalten. Die große Masse bewegte sich in die materialistische Reduktion des Seelenverständnisses hinein. Dazu trug insbesondere die im 20. Jahrhundert sich mächtig entwickelnde Wissenschaft der Psychologie des Irrige bei. Die Psyche. Dieses aus der wissenschaftlichen Terminologie stammende, Begriff für die menschliche Seele hat heute die dominante Bedeutung. Zigtausende von Absolventen der Grundwissenschaft der Psychologie haben dem Seelenbegriff diese vorrangige Perspektive aus der Sicht der Psyche zugedacht. Wissenschaftler wie Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Viktor Emanuel Frankl, um nur einige der bekanntesten zu nennen, und natürlich sind tausende anderer Kapazitäten dieser Disziplin in hunderten Universitäten der Welt forschend und lehrend seit Jahrzehnten daran beteiligt. Sie ließen den alten religiösen Seelenbegriff zu einem Sachthema werden. So wertvoll und richtig ihre Kenntnisse und Weisheiten auf speziellen Teilbereichen sein mögen, so problematisch sind sie gleichzeitig im Sinne des Grundverständnisses des Begriffs der Seele. Ihre Hauptverantwortung liegt darin, mit dazu beigetragen zu haben, eine Sichtweise zu schaffen, in welcher die Seele des Menschen zu etwas Wahrenhaften gemacht wurde, das man zerlegen und analysieren, manipulieren und heilen kann. Solange es nicht gelingt, alle diese großen Kenntnisse und Weisheiten der Wissenschaft, der Psychologie mit dem Aspekt der metaphysischen, göttlichen Quellessenz zu verflechten, werden sie nicht wirklich zu einem wichtigen Schritt der Selbsterkenntnis,
des menschlichen Wesens führen. Ganz im Gegenteil. Der Mensch, zunehmend betrachtet in seinem wahren Wert, wurde bereits Opfer bestimmter materialistischer und politischer Interessen. Die operative Seele. Ein Begriff, den ich gerne benutze, bemüht sich, die beiden Aspekte, den Geist-Seele-Anteil in der menschlichen Seele, die metaphysische Herkunft des Menschen in der Verflochtenheit mit dem Psychoseele-Aspekt anzudeuten. Der Begriff der operativen Seele weist vor allem auf jenen Erkenntnisgrund hin, dass die menschliche Seele im unmittelbaren Aktionsbereich ein zeitbedingtes Instrument ist, mit dem die höhere Ebene der Seele, das sogenannte höhere Selbst, die Möglichkeit hat, sich innerhalb der materiellen Formenwelt zu beteiligen. Darüber hinaus will die höhere Seelenebene mit diesem Hilfsinstrument der menschlichen Seele wichtige evolutive Aufgaben erfüllen. Der Begriff der operativen Seele umschließt das Zusammenspiel des operativen Bewusstseins, das aus der göttlichen Quellessenz der Geistseele stammt, mit dem Informationspotenzial, das in den energetischen Körpern präsent ist. Speziell gemeint ist das Informationsfeld der genetischen Plattform. Der Erfahrungsfülle und der selbst geschaffenen Illusionsprogramme. Hier liegt die problematische wie auch meist unbekannte Konstellation unserer Spielwiese auf der materiellen Bühne. Über das Seelenfraktal als Geistseele ist eine Verbindung zur höheren Seelenebene, zum höheren Selbst vorgegeben. Diese ist allerdings innerhalb der materiellen Frequenz, der unmittelbaren Wahrnehmung des Menschen sehr getrübt bzw. zugedeckt. Darum wird in der spirituellen Literatur die materielle Bühne als die Zone der Bewusstlosigkeit gewertet. Konkret ist Folgendes damit gemeint, dass nämlich das operative Bewusstsein, in Klammern auch Ego-Bewusstsein, des Menschen keine direkte Wahrnehmung der Inhalte, ja Programme der Inkarnation aus der Seelenebene mehr mental präsent hat. Eine solche Bewusstlosigkeit stellt eine Beeinträchtigung dar, weil darin in der Konsequenz die Möglichkeit der Schaffung von Illusionswirklichkeiten gegeben war, wie auch die Chance, über karmische Rückkoppelungen wieder ins Lot zu kommen. Spirituelle Denker, in Klammern innen, haben diese Problematik immer wieder hinterfragt. Auch in dem Sinne, ob sie einer schöpferischen Erweiterungsmöglichkeit dienen. Es deutet einiges darauf hin, dass die Qualitätsausweitung des schöpferischen Geschehens in die Zone der Bewusstlosigkeit als so wertvoll angesehen wurde, dass der gesamte Wahnsinn in Kauf genommen wurde, der aus dieser Bewusstlosigkeit entstehen konnte. Doppelpunkt. Nämlich der Wahnsinn der Destruktion in den uns bekannten Erscheinungsformen, der Wahnsinn von unzähligen individuellen Lebensdramen und nicht minder im Horror kollektiver Ausformungen. Damit ist hier auch ein Zentralthema berührt, das ich im Rahmen meiner spirituellen Lehrtätigkeit seit Jahren in die Aufmerksamkeit rücke. Doppelpunkt. Dass nämlich
das schöpferische Kapital des Menschen ständig über seine Gedankenwelt Inhalte und Programme schafft, die einerseits die persönliche Illusionswelt kreieren und darüber hinaus den Basisstoff für den konkreten Lebensverlauf schaffen, in dem Sinne, jeder ist seines Glückes Schmied. Oder wie es heute häufiger formuliert wird, jeder ist der Schöpfer seiner Wirklichkeit. Jede ist die Schöpferin ihrer Wirklichkeit. Damit ist auch das Thema Schicksal angedeutet. Noch wichtiger ist der Hinweis, dass all das, was im konkreten Leben nicht gelang, bestimmender Stoff der karmischen Aufarbeitung im Jenseits nach dem Tod wird. Man weiß heute viel über die Kausalität von Karma im konkreten Lebensvollzug. Den wenigsten Menschen ist aber bekannt, dass fast der größte Teil von Karma posthum aufgearbeitet wird, was uns später noch sehr ausführlich beschäftigen wird. Die Welt der Illusionen bietet eine Fülle von Perspektiven und astralen Angeboten. Im Laufe der Jahrtausende hat der schöpferische Geist des Menschen dafür gesorgt, dass unzählige Varianten von Vorstellungen von Richtigkeiten kreiert wurden. Im kollektiven Feld der Morphogenetik wirkt diese astrale Informationsdichte massiv auf die begrenzte Wahrnehmung des menschlichen Individuums zurück. Konkret gelebte Illusionen im Sinne ideologischer Programme sind vorrangig auf der dreidimensionalen Bühne der jeweiligen Generation und Kulturzone wirksam. Dass diese morphogenetische Zone darüber hinaus dominant durch Projektionen nicht inkarnierter Geistwesen geprägt wurde, ist uns aus der historischen Epoche der letztgelebten Geschichte zu gut vertraut. Die babylonischen Schöpfergötter haben, für viele bekannt, vor etwa 8000 Jahren massiv begonnen, das Erdprogramm in ihrem Sinne zu gestalten und zu beeinflussen. Die menschliche Zone der Bewusstlosigkeit bot sich als idealer Rahmen an, sich bestimmten Absichten aus anderer Ebene stammend zur Verfügung zu stellen. So konnten höherdimensionale Geistwesen, besser Schöpfergötter, ihre Absichten durch inkarnierte Geist-Seele-Fraktale der Menschen durchleben lassen. Das meinen die mythischen Hinweise von der Verführung des Menschen und seiner Vertreibung aus dem Paradies. Was sich erst allmählich jetzt erahnen lässt, gibt diesen Verführern einen ganz anderen Stellenwert. Zwar scheinen sie vordergründig dafür verantwortlich zu sein, diesen realen Wahnsinn der gelebten Geschichte initiiert zu haben, weshalb sie verständlicherweise aus der Sicht des menschlichen Betrachtungsfeldes zu Teufeln degradiert wurden und noch werden, dass aber die damit verbundene Entwicklung des Prozesses innerhalb des kosmischen Tages eine qualitative Erweiterung erfahren durfte, lässt sie zu Mitverursachern im besten Sinne avancieren. Bei aller Problematik deutet einiges darauf hin, dass über die Beteiligung höherer Bewusstseinsformen und Identitäten
die zweifelsfrei in der dunklen Bandbreite der Geistwesen beheimatet sind und von dort aus auch agieren, letztlich nach Klärung und Korrektur durch den Menschen, eine für die Seele selbst höchste Stufe von Schöpfungsverantwortung eröffnet und ermöglicht wurde. So gesehen ist es sicher nicht falsch, von Trainern zu sprechen, die uns nur so lange in ihren Absichten missbrauchen konnten und noch können, bis die bewusster werdende Geist-Seele als individuelle Zelle in der Inkarnation unmittelbar bzw. über die Nachbehandlung im Jenseits es verstand und versteht, sich von solchen Abhängigkeiten zu emanzipieren und ihre eigene, echte Souveränität zu behaupten. Schlussendlich sei damit gesagt, dass die einseitige Verteufelung der dunklen Wesen nach heutiger Betrachtung ambivalent gesehen werden muss. Der Geist. Waren schon beim Begriff Seele wichtige Klarstellungen notwendig, so gilt dies für den Begriff Geist in einem noch viel größeren Umfang. Im christlich-religiösen Kontext war Gott ein Geistwesen, das Geistwesen schlechthin. Man hat im Wesentlichen darunter einen Gegensatz zum Stofflichen verstanden, eher im Bereiche eines feinstofflichen Körpers liegend. In der christlichen Trinitätslehre, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, bekam das Wesen Gottes seine männlich dominante Darstellung. Diese spezielle Trinitätslehre, wie sie im Christentum zur Darstellung gebracht wurde, muss selbstverständlich, wie bereits ausgeführt, im kulturellen Bezug eines dominant patriarchalen Verständnisses gesehen werden. In der gegenwärtigen spirituellen Dynamik zeigt sich deutlich eine Distanzierung aus der rein männlichen Sichtweise. Es soll hier keine spezielle theologische Abhandlung entstehen. Es ist aber wertvoll, sich kurz auf einer tieferen Ebene mit der Trinitätslogik zu befassen. Weil wir inzwischen auch aus der Zahlenweisheit wissen, dass den Zahlen 1, 2 und 3 eine übergeordnete Priorität zukommt, ist die Trinitätsbezogenheit der göttlichen Quelle von großer Wichtigkeit. Die absolute Gottquelle, die Urquelle, quasi die Null in der spirituellen Zahlenlogik,
kommt in dieser christlichen Sichtweise nicht mehr vor. Durchaus aber in den jahrhundertealten vorchristlichen Kulturen der dreifältigen Göttin und ihres ungeschaffenen Urgrundes. Klammer auf, ich bin die, die alles geschaffen hat und doch selber nie geboren wurde, Ausrufezeichen, Klammer zu. Die Dreifaltigkeit Gottes in der christlichen Schiene beschreibt bereits die nächste Ebene. Ebenso wie wir die Null im Mathematischen nicht wirklich fassen können, so können wir auch die Gott-Ur-Quelle nicht wirklich fassen. Macht euch kein Bild, Ausrufezeichen. Diese imaginäre Urquelle kann nicht beschrieben werden. Ist sie doch einerseits das Bewusstsein, so enthält sie andererseits alle Möglichkeiten und Perspektiven aller kosmischen Tage. In Laozes Tao Te Ching, jenem großen und fundamentalen Werk des taoistischen Gelehrten, heißt es über die Uranfänge allen Seins, Zitat, es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos vollendet. Bevor der Himmel und die Erde waren, ist es schon da, so still, so einsam. Allein steht es und ändert sich nicht. Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht. Man kann es nennen die Mutter der Welt. Ich weiß nicht seinen Namen, ich bezeichne es als Sinn. Klammer auf, R. Wilhelm Tao Te Ching, Klammer zu. Womit wir uns überhaupt beschäftigen können, ist bestenfalls das, was diesen kosmischen Tag betrifft. Denn aus seinem Verlauf lässt sich einiges erahnen. Erst die Ebene nach der Null wird von der menschlichen Sichtweise überhaupt erfassbar. Aus diesem imaginären Quellursprung reflektiert sich die Urquelle selbst und tritt als kosmischer Tag hervor. Der Schöpfergeist. Das, was über die vier ausstrahlt, ist also der Geist Gottes. Damit ist bereits etwas sehr Konkretes definiert. In diesem Geist Gottes vibriert das Programm dieses kosmischen Tages über die 24 Ältesten, alttestamentarisch als die Throne bezeichnet. Die vier Urwesen, auch Thron Gottes benannt, stehen somit als Brücke zur inneren Drei, die wiederum über die Schöpfungsabsicht der vier konkret in die Schöpfung hinaustreten und die erste Formidentität als Geistwesen annehmen. Über die nächst folgende fünf modifizieren sich die vier zur 20, was die 24 Ältesten im Alten Testament sind. Eine weitere Paradoxie: mit jedem Schritt nach außen in die konkrete Schöpfung hinein bleibt die jeweilig ältere Ebene uneingeschränkt erhalten. Sie splittet sich förmlich auf, ohne jedoch im Kern von sich selbst etwas zu verlieren. Was die Spiritualität der Zahlen betrifft, sind es drei, die den Schlüssel für das Schöpfungsgeschehen tragen. Die innere drei, die Brücke von innen nach außen, als die vier definiert und für das Außen grundlegend zuständig die fünf. Durch die strukturierende Verflechtung der ersten Außeninstanz, der 5, mit der 4,
sind wir bei der Heiligen 20 der Maya angelangt. Alle weiteren schöpfungsbezogenen Kräfte haben ebenfalls ihre Verknüpfung mit der 4. Klammer auf, die 6 mit der 4, die 7 mit der 4, die 8 mit der 4, Punkt, 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 Klammer zu. Die Elohim, wie bereits oben schon ausführlich erläutert, stellen die personifizierten Geistwesen Bewusstseine oder die kreative zweigeschlechtliche Potenz Gottes dar, die als Schöpfungsautoritäten jeweilige Schöpfungsabschnitte für diesen kosmischen Tag repräsentieren und als solche auf der jeweilig obersten Ebene agieren, als die 4 Throne und 20 Ältesten. Entsprechend der Kosmologie der Maya stehen die 20 solaren Siegel kausal für den Werdeprozess der Nachschöpfung, die in der materiellen Formenwelt ihren Fokus bekommt und letztlich die Voraussetzung von Leben ist und das Erscheinen eines menschlichen Wesens ermöglicht. Selbstverständlich repräsentieren diese Maya 20 als Symbol Kodizes selbst gespeist aus höchster Quellebene eine weit nach unten gespiegelte Entsprechung, eine zwingende Voraussetzung dafür, dass es dieses planetare Leben in der biologischen, zweigeschlechtlichen Körperlichkeit überhaupt geben kann. Zitat, nach ihrem Bild und Gleichnis, Punkt, 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 Ausrufezeichen, Zitat Ende. Dieser Schöpfergeist enthält sowohl die unpersönliche Präsenz der Quelle mit all den darin enthaltenen Schöpfungsabsichten, wie auch alle individualisierten Geist-Seele-Aspekte. Nach den Ältesten treten die sogenannten geistigen Hierarchien in die individualisierte Manifestation. Sie sind sozusagen die weiteren Träger der Schöpfungsabsicht der Quelle für den kosmischen Tag, ihre Verwirklichungsfelder, Helfer. Dazu gehören jene Wesenheiten, die unter dem Begriff der Erzengel benannt sind, speziell die Cherubim und die Seraphim. Geist-Seele-Aspekte. Wie schon früher ausgeführt, tritt die göttliche Quelle, die Elohim, für diesen kosmischen Tag in das Schöpfungsgeschehen mit der Potentialität der Heranbildung und Artikulation von unveränderlich individualisierten Geist-Seele-Fraktalen. Diese Quelle ist zum einen zutiefst strukturiert über die monadische Ordnung in individualisierter Form, zum anderen bleibt sie zuständige Schöpfungsautorität auf höchster dualer Form. In Klammern die 2, die ihre Absicht im Innersten der Dreiheit und ihre Selbstoffenbarung als werdende Entfaltung im Außen in unendlicher Vielfalt äußert, Klammern die 4. Wie bereits im vorigen Kapitel über die Seele schon zum Ausdruck gebracht wurde, ist also ein Geist-Seele-Fraktal einerseits in der Essenz ein energetischer Fingerabdruck der Quelle, zum anderen gleichzeitig
eine eigenständige, schöpferische Identität, die damit zwingend an diesem kosmischen Tag teilnimmt. Aus dieser Paradoxie entstand schließlich das, was dann zur sogenannten Fallgeschichte führen konnte. Klammer auf, wahrscheinlich musste, Klammer zu. Diesen souveränen, schöpferisch agierenden Bewusstseinsformen gelang es, sich aus diesem Entfaltungsspiel eigenständig abzusondern. Damit beginnt das, was mit Fall der Schöpfung bezeichnet wird. Oder der ganze Abfall, der überall rumliegt. Den jeder sehen kann, der Augen hat. Innerhalb der schöpferischen Absicht der Quelle sind die Seelenfraktale letztlich bewusste Schöpfungen. Genau wie der Müll, der überall rumliegt. Oder primär Geistrealitäten in einer Art unendlicher Potentialität strukturiert, die in ihrer Existenz in der göttlichen Quelle verankert sind. Als solche befinden sie sich weder an einem bestimmten Ort noch in einem bestimmten Raum, sind aber ausgestattet mit Bewusstsein. Innerhalb ihres schöpferischen Bewusstseins sind sie frei gestaltende, schöpferisch wirksame Teilnehmer an diesem Schöpfungstag. Wobei substanziell zu erwähnen ist, dass diese Geist-Seele-Fraktale uranfänglich noch kein individuelles Selbstbewusstsein artikulieren. Ein Ich im menschlichen Verständnis war noch nicht ausgeformt. Was die Zeit selbst betrifft, so hat diese zwar für die sich am zeitlichen Prozess Beteiligenden eine gravierende Bedeutung, spielt aber letztlich nur während der Beteiligung in der körperlichen Formenwelt eine Rolle. Übrigens, die Ich-Entwicklung der Geist-Seele-Fraktale bekommt erst über die materielle Formenwelt, initiiert über die Dimension Zeit, die Möglichkeit, aus dem unbewussten Sein in das bewusste Ich-Sein zu treten. Die eigentliche Hauptschöpfung dieses kosmischen Tages besteht also in der Spezifikation der Erschaffung von Geistwesenpotenzialen, die frei agierend als schöpferische Zellen dem Schöpfungsgeschehen in diesem kosmischen Tag letztlich ihren Stempel aufdrücken. Gleichzeitig trägt die pulsierende, im Außen sich reflektierende Quelle diese Spielwiese. Das heißt, alle Geistwesen werden von einer kosmischen, als unpersönlich anzunehmenden Trägeressenz in ihrem Entwicklungsspiel getragen, die allgegenwärtig ist. Die Einwirkung läuft über die Energien der Zeit. Geistwesen. Grundsätzlich gilt hier, dass ab der Manifestierungsebene der Vier alle Geistwesen in individualisierter Form innerhalb dieses Schöpfungstages beteiligt und bezogen sind. Ab der monadischen Ebene, der Seelenebene, durchlaufen individualisierte Geistwesen eine Art Entwicklungsprozess, in dem sie in einem höchsten Maße frei agieren können. Über ihr schöpferisches Potenzial können sie eigene Vorstellungen kreieren und diese Vorstellungen zur Darstellung bringen. Sie haben grundsätzlich die freie Wahl, im ursprünglichen Quellbezug zu verbleiben oder sich davon auch abzusetzen, was eine große Herrscher auch tat, die gefallenen Geister.
So können sich Geistwesen innerhalb des sich bewegenden Schöpfungsprozesses auf einem hohen Frequenzniveau positionieren, aber auch weit nach unten in tiefer liegende Frequenzen absteigen. Weil Geistwesen in kollektiven Verbunden agieren, haben sie die Möglichkeiten, höherdimensionale, heimatliche Ebenen zu halten. Sie können aber auch weit nach unten reisen. Dort, wo die Quellenergie so verdichtet ist, dass sie sogar grobstofflich in Erscheinung getreten war. Da steht ein Ist, aber das ist ja doppelt gemobbelt und das klingt scheiße. Unabhängig davon, ob ein solcher Abstieg eine kausale Konsequenz der Absonderung oder eine freiwillige Reise dorthin ist, müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen akzeptiert werden. Das gilt auch für ganz hochstehende oder weit entwickelte Wesen wie Avatare, wenn sie in diese tiefen Frequenzen absteigen. Entscheidend bleibt für das Seele-Geistwesen-Mensch seine Identität als Geistwesen, das bis in die grobstoffliche Formenwelt abgestiegen ist. Diese Tatsache klärt noch nicht das Warum, was noch zu behandeln ist. Dennoch bleibt die wichtigste Erkenntnis, dass es eine rein menschliche Seele im metaphysischen Sinne so nicht wirklich gibt. Das, was wir als menschliche Seele bezeichnen können, ist die vorhin schon erwähnte operative Seele, die als Spezifikum feinstofflich vielschichtig geformt ist und in dieser Instrumentalität ausschließlich in der materiellen Realität gebraucht wird. Die Beteiligung von Geistwesen innerhalb der materiellen Bühne wird gegenwärtig vorrangig in der biologischen Erscheinungs- und Ausdrucksform als Erdenmensch gewählt. Der Mensch, ein Geistwesen. Konkret heißt das, dass jeder Mensch essentiell ein Geistwesen ist, im Moment inkarniert in der Form eines animalischen Körpers mit Bewusstsein agierend. Ob das nun als gefallenes Geistwesen anzusehen ist oder es abgestiegen in das Reich des Todes freiwillig dorthin gegangen ist, ist eine häufig auftauchende Grundsatzfrage, die wir noch berühren werden. Bereits erörtert wurde, dass das Geistwesen Mensch mit anderen Geistwesen zwingend kompatibel ist, also in eine kommunikative Wechselbeziehung treten kann. Das gilt unabhängig davon, in welcher Form sich ein anderes Geistwesen befindet bzw. auf welcher Ebene es sich aufhält. Dass dem operativen Bewusstsein des Menschen diese Kompatibilität kaum bekannt ist und nur wenige Menschen bewusst davon Gebrauch machen, hat seinen Grund darin, dass die Frequenz, in der sich die materielle Formenwelt befindet, die unmittelbare Wachheit des Geistes zunächst einmal schlafen legt. Bekannt ist dieses Phänomen seit Jahrtausenden und wird heute gerne als Bewusstlosigkeit begrifflich umschrieben. Anstelle des Wachbewusstseins des Geistwesens, das im Menschen schläft, tritt als Ersatz das Ego-Bewusstsein in Funktion. Daraus resultiert für die übliche Wahrnehmung im Alltag die Illusion, dass das operative Ego-Bewusstsein der eigentliche Geist wäre, was ein trivialer Irrtum ist. Das Ego-Bewusstsein ist nur der wach gehaltene Schatten des schlafenden Geistbewusstseins. Dieser sich verselbstständigte Schatten des Geistaspektes im Menschen, das operative Ego, schafft nun zunächst in Unkenntnis Muster um Muster, Programm um Programm, Doppelpunkt,
die Welt der Illusionen. Jedes menschliche Individuum befindet sich zunächst in dieser Scheinwelt. Nur ganz wenige Menschen haben sich eine Restwachheit aus dem Abstiegsprozess erhalten. Je größer sich der mentale Anteil des operativen Egos entfaltet, umso mehr verschwindet die Urerinnerung seiner selbst und bindet sich das Bewusstseinsfeld der Geistseele an die Materie an, büßt Wachheit ein. Was die mythischen Völker betrifft, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass allen menschlichen Individuen zu ihrer Zeit noch ein mehr oder weniger großer Anteil an Restwachheit des Geistes zugänglich war. Aus diesem Grunde haben sich die mythischen Völker eine grundsätzlich andere Sichtweise ihrer Situation in der materiellen Formenwelt bewahrt, was sich insbesondere im Verhältnis zur betroffenen Mitwelt aller lebendigen Wesen zeigt. Die Menschen waren in der mythischen Zeit bewusstseinsbezogen noch Zwitterwesen. Sie lebten noch einen Rest des Seelenbewusstseins, wenngleich sich zunehmend der Schattengeist des Egos parallel dazu entwickelte. Solange das Seelenbewusstsein noch wach genug war, befand sich der Mensch in Harmonie mit anderen Menschen, Geschöpfen und Lebensreichen der Erde. Irgendwann in diesem sich entfaltenden Prozess in immer tiefere Schichten der dichten Materie hinein, kippte das Gleichgewicht und das operative Ego übernahm das Kommando. Der Fall der Menschheit war passiert. Der Schattengeist hatte sich verselbstständigt und verdunkelte das Restbewusstsein zunehmend. Damit zog das Wesen Mensch mittels seines Schattengeistes die Frequenz der Erde als Ganzes noch tiefer hinab. Die Antriebskräfte, die in diese immer dunklere Tiefe zogen, waren die Kräfte der Biologie selber, wie auch die Dominanz der Sinneswelt, die nach außen gerichtet zunehmend die Reste des Wachbewusstseins des Seelenfraktals erlahmen ließen und das operative Ego wuchs. Parallel dazu verschwand der Rest des Wachbewusstseins des eigentlichen Seelenfraktals, das nun endgültig in die Gefangenschaft der Materie eingebunden war. Die Problematik dieser Konstellation wurde sehr bald von jenen erkannt, die in diesem Prozess noch nicht ganz verdunkelt waren. Doch konnte dieser Prozess weder gestoppt noch beseitigt werden. Vielmehr versuchten sie, in dieser Situation zumindest strukturelle Bremsen einzubauen, indem zunächst Tabus aufgebaut und später moralische Normen und Verpflichtungen festgelegt wurden. Der weitere Verlauf in der Folge der Zeit als Historie ist bekannt und benannt als die sogenannte Zivilisationsgeschichte der Menschheit. Hier teilen sich nun die Sichtweisen. Die alten Bewertungen betrachteten diesen Fall des Menschen als nicht in der Schöpfung eingeplant und bewerteten somit alle Folgen aus diesem Geschehen als Strafe des Schöpfers und oder der Götter. Aus heutiger Sicht tauchen immer deutlicher Konturen auf, die eine Sichtweise zeigen, dass auch dieser Fall des Menschen ein gewollter oder zumindest ein einkalkulierter war. Wenn wir uns in der Folge mit dem Fall der Schöpfung beschäftigen werden und mit dem Fokus auf die Rolle der materiellen Nachschöpfung, in der der Mensch eine Schlüsselrolle spielt, dann bekommt das hieraus stammende Erdenchaos, das heute deutlich sichtbar ist, sogar Sinn und letztlich schmerzhafte Akzeptanz. Lass ihn uns tanzen, den Akzeptanz.
Allerdings zeigt sich dieser Fall des Menschen als eine vorübergehende Kausalität und Notwendigkeit, die die Reparatur des Falles der Schöpfung ermöglichte. Dazu später genaueres. Des Menschen Geist. Somit kommen wir zu jenem Geistbegriff, der im Selbstverständnis des Menschen ständig im Gebrauch ist. Hier verschwindet allerdings der Geistbegriff in vielfältigste Spezifikationen. So werden alle kulturellen, alle intellektuellen Leistungen des Menschen als geistige Leistungen verstanden, weil umgangssprachlich Geist und Bewusstsein in einen Topf geworfen und weiters die Begriffe für Geist und Intelligenz häufig gleichförmig verwendet werden, entsteht daraus ein sehr schwammiger Begriff. In diesem Zusammenhang will nochmals auf den vorhin erwähnten Schattengeist Bezug genommen werden, weil auch das schlafende Geist-Seele-Fraktal eingebunden in die eigene Ausdrucksform der grobstofflichen Körperlichkeit seine Seelendimension weiterhin aufrecht hielt, war es dem operativen Bewusstsein, in Klammern auch Ego-Bewusstsein, vom Anfang an dieses Entwicklungsprozesses möglich, sich dieses Geistpotenzials der Seelendimension zu bedienen. Frösche unterwegs, ja. Hieraus gespeist konnte es damit synchron den operativen biologischen Intellekt entfalten, um mit dessen Hilfe schöpferisch agieren zu können. Es kam also auch über die Bewusstlosigkeit der Seelenfraktale selbst die Schöpferkraft zur Anwendung. Das erklärt auch, warum die neutrale Schöpferkraft, verwendet von einem operativen Bewusstsein, sich sowohl für wertvolle Schöpfungen brauchen, wie auch für destruktive Absichten missbrauchen lassen kann. Wer nur einen flüchtigen Blick in die Menschheitsgeschichte zurückwirft, stellt zweifelsfrei fest, dass gerade auch in vielen bösartigen und grausamen Manifestationen geniale Schöpferkraft verwandt wurde. Denn Schöpferkraft selbst ist eine wertneutrale, höchste Fähigkeit des Geistes, die erst durch das handelnde Bewusstsein eine entsprechende Richtung und Wertung von gut oder schlecht bekommt. Damit sind also alle Arten menschlich-geistigen Tuns von moralisch verwerflich bis ethisch rein impliziert. Es ist zweifelsfrei interessant zu sehen, dass in der Zone der Bewusstlosigkeit eine vielfältige Ausdrucksmöglichkeit des Geistes auftaucht. In der reflexiven Sichtweise des menschlichen Bewusstseins spricht man auch von den Geistesgaben, den Talenten des menschlichen Wesens. Darin verbirgt sich vor allem die Kreativität, die aus der Ideenwelt gespeist wird. Über den Geist treten also schöpferische Möglichkeiten in diese Welt, womit ein Grundprinzip der göttlichen Quelle selbst auch in dieser Nachschöpfung sichtbar wird. Was auch bedeutet, dass zu Recht das menschliche Wesen über Jahrtausende als Kind Gottes bezeichnet wurde. Da wir aber auf einer ausgelagerten, zeitlich definierten Bühne spielen, hat hier alles keinen Ewigkeitsbestand, sondern dient damit eindeutig anderen Zwecken. Diese Spielwiese der Erde bietet zunächst dem unbewussten Geist
über das operative Ego die erste Entdeckungsreise seiner schöpferischen Fähigkeit als eigenständiges Ich an. Durch die Gesetzmäßigkeit, dass jede Schöpfung zu ihrem Schöpfer zurückkehrt, entstand das, was im spirituell-religiösen Verständnis als karmische Kausalität bezeichnet wird. Das Vergessen bzw. das Nichtbeachten der karmischen Rückkopplungsgesetze hat aufgrund der tiefsten Bewusstlosigkeit zu einem Horror geführt. Durch eine zunehmende, unkontrollierte Schöpferaktivität des menschlichen Bewusstseins, wie sie insbesondere in den letzten Generationen in der zivilisierten Welt zusätzlich noch ausgestattet mit hochentwickelten technologischen Hilfsmitteln zum Ausdruck kam, wurden karmische Rückkopplungskonzentrate geschaffen, die in Richtung Selbstvernichtung zeigen. Dies alleine nur dadurch, weil die geschaffenen energetischen Muster einfach ihrer karmischen Gesetzmäßigkeit folgen müssen. In dieser scheinbaren Ausweglosigkeit hat uns die Einsicht in die Gesetze der Zeit dankenswerterweise jene Beruhigung geschaffen, die in die Erkenntnis mündet, dass eben dieser karmische Rückstau zwar immer konzentrierter, aber trotzdem scheibchenweise zur Transformation und/oder Abtragung eingespielt wird. Da wir uns aber in einem substanziellen Zieleinlauf der karmischen Zeit befinden, wird die Heftigkeit unserer Gegenwart dies individuell wie noch intensiver kollektiv nachvollziehbar. Wie weit für den Menschen individuell und dann auch kollektiv in dieser problematischen Spielwiese der Zone der Bewusstlosigkeit die Möglichkeit gegeben ist, das Ausmaß der gefährlichen Handhabung der Schöpferkraft und der daraus resultierenden Konsequenz substanziell zu bestimmen, wird uns später noch sehr ausführlich beschäftigen. Was aber hier schon erwähnt sein will, ist die unschätzbare Hilfe, die uns die Zeit als Träger, Begleiter während unserer Spielwiese in der Welt der Bewusstlosigkeit, somit in der dichten materiellen Formwelt, anbietet. Eins soll jetzt bereits gesagt sein. Je aktiver ein Individuum in dieser Welt agiert, umso größer ist die Fülle der damit verbundenen Auswirkungen. Das soll jetzt niemanden in eine Zone der reinen Passivität drängen. Vielmehr soll die Warnung ausgesprochen sein, dass je reger der operative Geist, in Klammern das Bewusstsein, unterwegs ist, es umso wichtiger sein wird, umfangreiches Wissen, Weisheit und Kenntnisse zu haben in Bezug auf das, was auf diesem Planeten läuft und vor allem, wie es läuft. Dieses Buch will eine kleine Hilfestellung liefern in diesem Irrgarten der Illusionen, zumindest einige Weggabelungen richtig nutzen zu können. Dabei ist es zweitrangig, ob alle Aussagen dogmatisch richtig sind. Ich mache jetzt mal eine Pause.